Und dann sind wir zurück nach dem ersten Drittel der Hannover Indians gegen die Hammer Eisbären. Es steht 2:1 und auch ich habe heute wieder Gäste hier im Studio. Ganz links von mir, also rechts von euch, Carsten Schmidt, zuständig bei den Hannover Indians für Marketing und Merchandising. Und hier in der goldenen Mitte, Andy Giesau, Geschäftsführer. Ich glaube, den brauche ich jedenfalls hier in Hannover nicht groß vorstellen, die kennen die meisten. Carsten, ich habe heute im Vorgespräch gesagt, der Mann mit den 1000 Trikots. Wie viele hast du denn eigentlich? Also weißt du das? Zu Hause, ich habe eine Liste, sind es um die 220 Gamer, die ich aktuell habe. Großteil davon vom Pferdeturm. Oha, okay. Das ist jetzt nicht, wo Carsten wohnt. Das ist geheim. Und okay. Auch, wo sie liegen. Andere Menschen sammeln Briefmarken, Carsten sammelt Trikots. Hier in der Mitte Andy, der Mann mit den 1000 Aufgaben. Über die Aufgaben wollen wir jetzt einfach mal nicht sprechen, sonst wird es zu lang. Und das Spiel wartet nicht, das sage ich unseren Partnern auch immer wieder. Das geht nicht, deswegen fangen wir mal gleich an mit dem Spiel. Carsten, wie hat dir denn das erste Drittel gefallen nach 9 Tagen Pause? Ja, es war für mich irgendwie so ein typisches Spiel gegen den Tabellenletzten. Bist eigentlich relativ gut drin und dann kassierst du so ein dummes Gegentor und dann wird's halt richtig schwierig. Und ich denke mal, mit dem 2-1 jetzt zur Drittelpause können wir eigentlich ganz gut leben. Und ich glaube schon, dass es jetzt in Ruhe weitergehen kann. Aber du musst halt aufpassen. In Ruhe, wie beim Spiel 1. Der Vorteil ist ja da, wir haben jetzt Powerplay gleich zum Beginn des zweiten Drittels, wenn sich da gerade nichts mehr geändert hat. Also ich denke, da wird gleich nachgelegt und dann kriegen wir das Ding heute nach Hause. Gab ordentlich Schüsse auf beiden Seiten, hat sich eher aufs Kontern verlagert, das war, glaube ich, aber auch klar. Haben die Chance gut genutzt, auch das muss man vielleicht sagen. Und die Indians haben das Zielwasser zum Ende des Drittels mehr getrunken und dementsprechend nochmal 2 Tore gemacht. Gucken wir uns mal an, was die Zahlen so sagen, die Statistik des ersten Drittels. Ja, da haben wir den Spielstand. 2:1 für die Hannover Indians. 12:4 Schüsse, spricht auch eine klare Sprache. 10:9 gewonnene Bullies und bei den Strafminuten 2:4. Und wie Andy schon gerade sagte, starten die Indians im zweiten Drittel mit einem Überzahlspiel. Warum steht ihr hier heute eigentlich? Naja, ihr wolltet junge, gut aussehende Menschen haben. Okay. Stattdessen sind wir heute hier. Nein, wir haben ja aktuell die Trikot-Auktion laufen von den Warm-Up-Trikots. Wir sind damit dieses Jahr ein bisschen später in die Runde gegangen, weil wir erstmal auch abwarten wollten, wie sich die ganze Situation mit den Zuschauern entwickelt und haben dann das Warm-Up ein bisschen später nachgeschoben als die Saisontrikots. Und jetzt sind wir mitten in der Versteigerung und die hat momentan alles, was wir erwartet haben, eigentlich übertroffen. Okay. Carsten, du warst so freundlich und hast uns mal so ein Warm-Up-Trikot mitgebracht. Vielleicht könntest du es mal hochhalten und Andy sagt ein bisschen was zu den Besonderheiten des Trikots, denn das sieht ja mal anders aus. Ja, wir sind ja die letzten Jahre immer auch in diesem Retro-Stil gegangen und gerne auch New York Rangers mäßig auf dem Weg. Alexandrov passt heute zum heutigen genau. Spiel. Das Trikot haben wir heute hier, weil das noch eins derjenigen ist, die unten durchlaufen, wo noch Gebote drauf abgegeben werden können, die noch nicht im Sofortkauf weggegangen sind. Wir haben von 27 Trikots 17 im Sofortkauf weg. Das ist Wahnsinn. Ja, genau. Wie hat irgendwie die Erwartungen ein bisschen übertroffen? Also wir hatten schon damit gerechnet, dass eine Menge im Sofortkauf weggehen werden, aber dass jetzt schon 17 Stück, also 16 in der Auktion, das 17. Haben halt die echten Hannoveraner. Das heißt, das ist dann übers Puckspiel zu gewinnen gekauft. Ist halt wirklich für uns auch natürlich extrem und es ist Wahnsinn und zeigt aber auch, dass wir mit dem Trikot richtig gelegen haben. Ja, und wir haben nochmal zusätzlich Geld in die Kassen dadurch gespült bekommen, weil wir bisher bei den Warm-Ups in den letzten 2 Jahren, wo wir schon einen guten Weg gegangen sind, immer die Rückwärtsversteigerung gemacht. 249 okay. Gestartet und dann 20 Euro weniger. Darüber haben sich einige Fans beschwert, fanden das nicht gut, weil 249 für die zu teuer war.
Okay. Jetzt haben wir bei 400 Sofortkauf und haben 17 Trikots weg. Also kann das nicht das Problem gewesen sein im Endeffekt. Und sie gingen auch die letzten zwei Jahre immer gut ja, weg. Nachfrage bestimmt den Preis. Nachfrage ist ja gut. Vielleicht nochmal ganz kurz, weil es jetzt unten gerade mitläuft. Wie kann man denn diese Trikots ersteigern? Es geht ja nicht mehr klassisch über eBay, so wie in den letzten Jahren teilweise, sondern Carsten, vielleicht sagst du was dazu? Also eBay haben wir schon die ganzen Jahre nicht gemacht, weil okay. Und der Hintergrund ist einfach der, muss man auch ganz klar sagen, da verdient am Ende eBay halt dran. Das ist Geld, was uns dann entgeht. Das ist halt eine Menge Arbeit, was bei den Mails reinkommt. Das heißt, über trikots@hannover-indians.de kann man halt ganz normal seine Gebote abgeben. Die Auktion läuft noch bis Donnerstag um 21 Uhr. Diese Woche um 21 Uhr ist Schluss. Um 20 Uhr oder gegen 20 Uhr wird es die letzte Veröffentlichung geben. Und ja, es ist halt einfach ein Hammer. Und natürlich die Gebote, die da reingekommen sind, als wir gestartet haben, also das geht dann immer plopp, plopp. Und das wird auch die letzte Stunde am Donnerstag, denke ich mal, wieder noch einiges reinkommen. Und wir haben also heute zum Beispiel das Trikot von Mike Mitschkowski, das ist heute während des Spiels weggegangen. Okay, dann sind wir mal gespannt. Das war vorm Tor, ne? Das war vorm Tor. Okay, also das Tor war jetzt nicht kaufentscheidend. Nein. Okay, aber hat ihn vielleicht indirekt ein bisschen beflügelt, um das Ding auch mal reinzuschmeißen. Aber ihr seht ja unten durchlaufen, wer noch zur Verfügung steht. Genau. Wir sind hier bei Tobi Möller, Artyom Alexandrov, Nico Esposito. Und was natürlich auch noch zu kriegen ist, ist Tommy Pape. Der war okay. In den letzten Jahren eigentlich immer einer der Kandidaten, die mit 400 oder... der immer oben dabei war oben. Und überrascht mich ehrlich gesagt, dass der noch da ist. Genau. Ja, Chef, wir müssen abgeben. Spiel geht weiter. Schiedsrichter wollen weitermachen. Ja, 2 Minuten 22. Was ist los? Nee, es gibt noch die Highlights. Die Highlights mit den Kommentatoren Florian Selke und Dennis Boxhorn. Wir wünschen viel Spaß im zweiten Drittel. Und die beiden Herrschaften und mich seht ihr in der nächsten Pause wieder. Viel Spaß und bis dahin. Thank you.